Notrufzentrale. Guten Tag, wir sind im Schulhaus Roschacher Berg. Eine meiner Schülerinnen hat während der Prüfung angefangen zu hyperventilieren. Ich bekomme sie nicht mehr ruhig. Ich glaube, sie sagt mir gleich weg. Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Handeln im Notfall. Panikattacken sind relativ häufig und ca. 11% der Erwachsenen erleiden jährlich einen davon. In dieser Sendung möchten wir Sie etwas darüber aufklären, über dieses Krankheitsbild und wie Sie im Akutfall handeln sollten. Als Experte bei mir im Studio habe ich die Chefärztin Alexandra Kotthaus. Herzlich willkommen, liebe Alexandra. Dankeschön. Meine erste Frage wäre gleich mal, was sind denn eigentlich typische Symptome einer Panikattacke? Eine Panikattacke ist jetzt für den Außenstehenden und auch für den Betreffenden selbst oft so, dass sie das Gefühl haben, ich müsste akut sterben. Ja, das ist typischerweise mit Hyperventilation, das Gefühl zu ersticken, keine Luft mehr zu bekommen. Das schnell geatmet wird, auch dass der Brustkorb sich verengen kann, sodass es schnell die Idee gibt, das kann jetzt ein Herzinfarkt sein. Also wie gesagt, auf beiden Seiten, dass der Betroffene selbst denkt, ich muss jetzt sterben, ich muss jetzt sterben, was bei einem echten Herzinfarkt gar nicht immer so oft vorkommt. Aber dieses Gefühl ist da, ich kriege keine Luft mehr, derjenige hyperventiliert. Das kann hingehen, bis es gibt so Missempfindungen um den Mund rum typischerweise. Die Hände können in eine sogenannte Pfötchenstellung gehen, weil dadurch, dass der Patient so schnell atmet, ganz viel Kohlendioxid abgeatmet wird und dadurch, dass es zu pH-Verschiebungen im Blut kommt, es wird mehr Calcium freigesetzt, was sonst bei niedrigerem pH gebunden vorliegt. Und das macht so eine verstärkte Muskelkontraktion und an bestimmten Muskeln, wie jetzt um den Mund rum, Fingerspitzenfinger, da habe ich das dann besonders häufig. Und das ist auch für die Betreffenden, insbesondere wenn es der erste Anfall ist und für Außenstehende, Verwandte zum Beispiel, erstmal was sehr erschreckend wirkt. Mhm. Und da muss man auch ganz klar sagen an dem Punkt, das ist insbesondere beim ersten Mal weder für den Patienten noch für den Danebenstehenden nicht klar, ist es jetzt wirklich ein Herzinfarkt oder nicht. Deswegen ist da sozusagen, wenn man, das ist keinem Laien zumutbar, jetzt zu sagen, das ist keiner oder doch, sondern da muss man eigentlich schon einen Notarzt rufen, wenn man sich da irgendwie unsicher ist. Also es ist nicht so, dass ich da nie einen Herzinfarkt hinter verbirgen könnte, aber auch das kann man eigentlich erst als erfahrener Arzt sagen, ne? Dass man ein richtiger Herzinfarktpatient ist, manchmal häufig, nicht nur manchmal, ist das Ganze doch nochmal ein bisschen anders. Trotzdem muss man sich da absichern. Wenn man jetzt aber weiß, der Patient hat das schon öfter gehabt und der Angehörige auch, dann ist das in der Regel nicht mehr nötig, den Notarzt zu rufen oder die Ambulanz anzurufen, sondern da ist es dann, aber das passiert in der Regel ganz häufig dann immer noch. Mhm. Ja, weil diese Angst, die jemand in einer Panikattacke verspürt und dieses dramatische Bild, was sich für den Zuschauenden dabei zeichnet, da denkt der Patient selber und der Angehörige, der es vielleicht schon dreimal mitgemacht hat, oh Scheiße, wenn das diesmal doch ein echter Herzinfarkt ist, das kann ja trotzdem sein. Ne? Oder manche auch nicht, ich setze dann so viel Adrenalin frei, dann kriege ich doch einen Herzinfarkt. Da muss man mal ganz vorsichtig sagen, also dann ist wirklich Zeit, damit umgehen zu lernen, ne? Weil man kommt sonst in den Teufelskreis. Mhm. Ja. Aber wenn man das noch nie hatte, das allererste Mal, ne, da kann man die Verantwortung alleine nicht tragen oder auch der zuguckt, sollte das nicht tun, sondern da muss man sich professionelle Hilfe holen. Wenn man jetzt eben unsicher ist, ist das ein Herzinfarkt oder nicht, dann gibt es schon ein paar Sachen, die man machen kann. Das Erste natürlich ist, nachdem ein Hilfeanruf abgesetzt hat, beruhigend einwirken. Versuchen, selber ruhig zu bleiben, sich nicht von der Panik anstecken zu lassen. Ne? Eventuell die Beine hochlegen, das Fenster aufreißen. Ne?
so die typischen Sachen, die man sonst auch bei einem Herzinfarkt machen würde. Mhm. Wenn es aber öfter vorgekommen ist, und das ist jetzt eben so, dass da diese Angst und Panik so ansteckend wirkt, auch auf das Umfeld, dass sich das Umfeld auch mal wieder triggern lässt, da mitzumachen und einzusteigen. Das ist eigentlich, wirkt sich das in der Regel eher ungünstig aus. Aber sagen wir mal, das Gegenüber schnackelt das jetzt. So, nee, das ist bei dir jetzt aber eine Panikattacke. Dann ist gut, wenn derjenige weiß, wie man damit umgeht. Ne? Das heißt, eigentlich wäre es immer gut, die Angehörigen mit in so eine Therapie einzubeziehen. Meistens kriegen nur die Betreffenden selber so eine Therapie. Und dann haben wir noch das Problem, wenn die ins Krankenhaus kommen, gerade ein jüngerer Assistenzarzt, der dann oft in der Notaufnahme arbeitet, hat auch nicht so den Durchblick, was habe ich denn da jetzt? Ne? Das ist natürlich richtig, wenn er das EKG schreibt, im Blut einmal nachguckt. Und dann werden die Patienten aber oft nicht richtig angeleitet oder nicht richtig aufgeklärt. Das war jetzt eine Panikattacke, sie haben hyperventiliert, daher kommt die Pfötchenstellung mit den Händen oder das Kribbeln um den Mund rum. Also das ist was normalerweise ein Herzinfarktpatient nicht hat. Möchte jetzt aber nicht sagen, dass das für einen Laien jetzt ein Ausschlusskriterium ist. Ne? Genau, also dass einfach mit dem Patienten im Krankenhaus dann gar nicht das Wort oder die Möglichkeit besprochen wird, das war jetzt eine Panikattacke oder ganz unbeholfen gesagt wird, ja, suchen wir mal einen Psychologen oder einen Psychiater, sondern die werden da so ein bisschen im Regen mit stehen gelassen. Es ist jetzt kein Herzinfarkt, ist alles wieder gut, Sie können jetzt nach Hause gehen. Ne? Oder Sie kriegen sogar Temesta oder Valium, ne, was eigentlich aus psychiatrischer Sicht kontraindiziert ist. Zumindest Valium, das Temesta darf man geben, aber ich sag mal, da würde ich von einem guten Psychiater erwarten, auch da äußerst zurückhaltend mit zu sein. Der Patient hat natürlich akuten, massiven Leidensdruck, den ich mit so einer Beruhigungstablette auch oft sehr schnell senken kann. Aber ich bringe viele Patienten, insbesondere wenn die nicht in psychologischer Betreuung sind, ganz schnell in eine Abhängigkeit, weil ich mache denen ganz schnell klar, so zack, die Angst ist weg. Und die Angst ist was ganz, ganz Furchtbares. Das will kein Mensch. Das wollen die Menschen nicht aushalten. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, ich nehme so eine kleine Pille, die ganz schnell im Mund schmilzt, oder ich muss einen Weg der Psychotherapie gehen, dann entscheiden sich viele Menschen für die kleine Pille. Und unterhalten manchmal in Teufelskreis und dann kommt die nächste kleine Pille. Und dann werden die quasi für die Psychotherapie schwieriger zugänglich. Es gibt aber auch kleine Pillen ohne Nebenwirkung. es gibt tatsächlich eine Studie, die Temesta mit Lasea verglichen hat, also Lavendelölkapseln, und für gleich wirksam befunden hat. Das heißt, manchmal gibt es schon auch in der Alternativmedizin Möglichkeiten, solche Ängste und Panik auch im akuten Zustand zu durchbrechen. Aber es ist schon immer gut zu gucken, was steckt denn wirklich dahinter, und nicht, dass ich den Teufelskreis förder, in der Angst zu bleiben, dass ich da nicht vom Grund auf her drangehe. Manchmal gibt es keine offensichtlichen Gründe, manchmal gibt es psychische Gründe, es gibt aber auch körperliche Gründe für Panikattacken, ja. Und da muss man dann schon auch hinschauen. Mhm. Aber es gibt akute Möglichkeiten in der Alternativmedizin, wäre jetzt vielleicht auch für den Akupressur, es kann den einen oder anderen Punkt vielleicht mal drücken, aber es gibt auch andere Kräuter, die akut einsetzbar sind. Ich habe ja auch einen anthroposophischen Background. Da haben wir ein Mittel benutzt, das Bryophyllum heißt, im Munde schmolzen lassen, auf pflanzlicher Basis, was wir sehr, sehr viel statt Temesta und Valium benutzt hat, wo auch die Erfolgsrate ziemlich hoch ist. Und es gibt aus der Verhaltenstherapie Techniken, ja, je nach Intensität der Panikattacke, die dann akut mal weniger und mal mehr wirken. Weil grundsätzlich ist es so, wenn wir jetzt von einer eher seelischen Genese ausgehen, dass man durch Psychotherapie, ich bin eigentlich eher tiefenpsychologisch orientiert, aber es gibt schon auch gute Sachen aus der Verhaltenstherapie oder aus anderen Therapieformen, die nicht unbedingt jetzt in der Schulpsychologie angewandt werden, aber durchaus ihre Wirksamkeitsnachweise gebracht haben. Es sind in der Regel Therapieformen, die Achtsamkeitsübungen mit einschließen, sodass man sagen kann, mit diesen Techniken kann ich auf ein Level kommen, dass ich weniger Panikattacken kriege und leichtere Panikattacken auch mal akut durchbrechen kann.
Ne? Es ist aber nicht so, dass ich in einer schlimmen Panikattacke jetzt sage, ach, ich meditiere mir die jetzt mal eben weg, ne? Oder ich veratme die mal. Ne? Ist dann nicht so leicht. Aber als jemand, der jetzt vielleicht da mitgeschult wird, wenn der Arzt dann mal, wenn sagen wir mal, das ist ein Ehepaar, beide mal mit an die Hand nimmt und auch den Partner darüber aufklärt, was passiert eigentlich in der Panikattacke. Ja? Der Patient fängt an, tief zu atmen, die Muskulatur verkrampft sich, der Brustkorb zieht sich so, das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, wie ich gerade gesagt habe. Es kommt zu diesen Kalziumverschiebungen im Blut und dann ist so der Punkt so, oh, jetzt muss ich handeln, was passiert. Und an dem Punkt finde ich es immer wichtig, dann sage ich dem, gehe ich einmal das Worst-Case-Szenario durch. Was ist, wenn man in der Panikattacke nichts macht? Ne? Das ist dann im ersten Moment so für den Patienten eine Horrorvorstellung, für den, der daneben sitzt, eine Horrorvorstellung, aber eigentlich ist der Worst Case. Man hyperventiliert so lange, bis man ohnmächtig wird. Mhm. Ne? Dann sagt der Körper in sich zusammen, wenn man gerade steht, naja gut, dann könnte es auch eine Beule geben beim Zusammensacken. Man fällt übrigens elegant in sich zusammen und man fällt dich um wie ein Brett. Also das reduziert dann den blauen Flecken, Blutungsschaden etwas. Nein, also wenn man das merkt, setzt man sich am besten hin, heißt das natürlich. Und sobald man aber sozusagen das Bewusstsein verliert, mal eine kurze Ohnmacht hat, die wirklich kurz ist und man befindet sich in der Horizontalen, dann habe ich auf jeden Fall eine gute Durchblutung vom Gehirn und vom Herzen. Ja? Also das ist dann, braucht man die Angst nicht zu haben. Mhm. Kurz danach, das ist aber wirklich nur kurzzeitig und danach wacht man wieder auf und hat im schlimmsten Fall Muskelkater und einen blauen Fleck. Mhm. Ja, das ist das Worst-Case-Szenario einer Panikattacke. Aber nur wenn ich die Panikattacke nicht zu Ende aushalte oder ich habe Angst, sie zu Ende auszuhalten, dann sterbe ich. Das stimmt einfach nicht. Aber das ist das Gefühl dahinter. Ne? Aber es stimmt nicht. Ich habe mich auch schon einfach mal daneben gesetzt, neben dem Patienten gesetzt und mit dem die Panikattacke zu Ende durchgestanden. Ja? Und dann hinterher so, hey, ich lebe ja noch. War gar nicht so schlimm. Auch mit so einem Erlebnis kriegt man manchmal Panikattacken reduziert. Mhm. Jetzt mal angenommen, es ist die erste Panikattacke, die jetzt eine Person hat. Mhm. Und die hyperventiliert jetzt. Und man weiß ja nicht, jetzt, ja, hat die vielleicht einen Herzinfarkt oder nicht. Mhm. Da gibt es ja diese Methode, sieht man immer wieder mal im Fernsehen mit dem Beutel. Man soll jetzt in den Beutel atmen, damit man zumindest nicht bewusstlos wird. Mhm. Bringt das auch etwas, wenn es jetzt vielleicht doch ein Herzinfarkt wäre? Könnte man damit dem Patienten schaden? Oder ist das etwas, das man sicher sagen kann, ja, kann man machen, ist bedenkenlos? Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, machen Sie das mal zu Hause, ne? Sondern wenn man jetzt weiß, oder es passiert selten in der Klinik, das hatten wir aber auch schon mal, den Patienten kennen wir aber und dann gucken wir auch mal, wo ist denn jetzt hier im Beutel zum Rückatmen und dann kann man das machen und dann geht es vorbei. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ne, auch wenn man die Panikattacke bis zum Ende durchsteht oder wenn man manchmal einfach nur, weißt du, so daneben sitzt und ich bin bei Ihnen, atmen Sie ganz ruhig, ne, dann flacht das oft schon wieder ab. Also man muss gar nicht immer solche Maßnahmen ergreifen. Wenn ich jetzt aber in der Erstsituation bin und ich weiß nicht, was es ist, ne? Und dann muss ich natürlich den Notruf absetzen, kümmere mich dann wieder um die Person, dann würde ich gar nicht, ich meine, kein Mensch hat irgendwo so einen Beutel rumliegen und sagt so, ich gehe mal eben in den Schrank, ne, und hole den Beutel und dann hier atme mal da rein, sondern es würde noch mehr Verunsicherung aus, wo kriege ich jetzt was her, wo habe ich denn eine Tüte, wo kann ich denn jetzt herfahren, kann ich die so zuknüllen und darf der dann da reinatmen, da habe ich doch nichts mit gewonnen. Sondern lieber ruhig bleiben, gucken, dass der Mensch Luft kriegt. Wenn ich nicht weiß, was hat der wirklich was Beengendes an, kann ich dem hier was aufmachen, ja, dass es das Gefühl auch einfach besser ist oder mal das Fenster aufreißen. Aber wenn ich einen Herzinfarkt habe und der kommt in diese Hyperventilation, ich sag mal, mein Erleben ist eher so, die hyperventilieren aus einer echten Luftnot heraus, die strahlen nicht unbedingt diese Angst und Panik aus, sondern da ist wirklich die ganze Konzentration nicht in dieser Emotion Angst, sondern wirklich auf Luftkriegen konzentriert. Die sind anders, aber das ist dem Fachmann vorbehalten. Und
Der hat dann nichts davon, wenn ich seinen CO2-Spiegel erhöhe. Und selbst wenn er ohnmächtig wird, hat er für eine ganze Weile viel Sauerstoff im Blut, weil der wird ja dadurch nicht, also wenn es jetzt durch die Hyperventilation ist, die Ohnmacht, ne, dann hat er ja trotzdem nach wie vor genug Sauerstoff und dann regelt sich das wieder. Wenn er ohnmächtig wird, weil es ein Herzinfarkt ist, dann muss man ganz klar sagen, kann man als Laie auch nichts machen. Ne? Sondern legt man dem irgendwie die Füße hoch und guckt, dass der Notarzt den Weg schnell reinfindet. Mhm. Gibt es neben dem, dass man wirklich das Gefühl hat bei der Panikattacke, man kriegt keine Luft, dass sich der Oberkörper zusammenzieht, auch noch leichtere Versionen von Panikattacken, dass sich vielleicht nur in Zittern äußert? Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Manche machen auch nicht offensichtlich, ja, sondern atmen so schnell oder einfach nur tiefer, intensiver, dass vielleicht auch für den Außenstehenden gar nicht so immer so offensichtlich ist. Aber bis zu diesem Punkt kommen, wo wir die Calciumverschiebung haben und dann fast nur sagen, Mir wird so komisch, es kribbelt in meinen Lippen oder meine Finger werden taub. Ne? Also das ist ja auch so ein Punkt, wo, oh Gott, was passiert jetzt? Das Leben weicht aus mir, ich muss sterben oder sowas. Ne? Assoziationen vorkommen, also da gibt es Unterschiede. Die wirken nicht alle auch für den Zuschauer gleich intensiv oder krass. Du hast ja vorhin auch schon das Lavendelöl angesprochen. Mhm. Würdest du sagen, das ist etwas, das jeder zu Hause zumindest haben sollte, für den Fall der Fälle, dass man jemanden, der jetzt da eine Panikattacke kriegt oder vielleicht auch anders, einfach beunruhigt ist, um diese Person etwas zu beruhigen? Also wenn man jetzt weiß, ne, man hatte schon mal eine Panikattacke, das ist eine Panikattacke, oder auch wenn der Arzt im Krankenhaus nur sagt, nee, es war kein Herzinfarkt, Sie können wieder nach Hause gehen, da sollte vielleicht dann spätestens beim dritten Mal Notaufnahme vielleicht ein bisschen Groschen fallen, dass es nichts ist. Und dann kann man ja schon vorbeugen. Dann sollte man sich vielleicht mal wirklich drüber informieren, auch woher das kommen kann. Und es ist nicht immer eine rein psychische Ursache, wenn jemand Panikattacken kriegt. Das muss einfach wirklich richtig abgeklärt werden. Und ich denke, da sind Ganzheitsmediziner noch ein bisschen fantasiereicher bei den Differentialdiagnosen, ne? Dass man die denken vielleicht auch schneller mal an, könnte das ein Histaminproblem sein oder was hat gerade den Vagusnerv getriggert. Ja, das spielt auch mal eine Rolle mit und dann kann man überlegen, wie kann ich gut damit umgehen. Jemand in der Panikattacke, wie gesagt, der hat so eine Angst, da funktioniert nichts mehr, auch wenn er theoretisch weiß, ich sterbe nicht dran, das ist weg. Das Wissen darüber, aber das Umfeld könnte dann vielleicht wirklich mal sagen, ne? Man nimmt so eine Lavendelölkapsel, die dauert ein bisschen, bis sie wirkt, oder so ein Bryophyllum gibt es hier als Kautablette, ne? Ob man die mal noch zerbeißen kann oder mal einem Fläschchen Lavendelöl riechen. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten und Techniken, ne? Die man dann auch mit dem Patienten individuell besprechen kann. Manche merken auch im Vorfeld schon, es ist ein stressiger Tag, dann kam das noch und der Anruf und dann wird das ganze System schon so ein bisschen labiler, dass man auch dafür sensibilisiert und dann sagt, nur, es gibt so einen Punkt, da muss ich jetzt einfach mal eingreifen und runterkommen, bevor sich das hochschaukelt. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, dass man das als Außenstehend jetzt auf keinen Fall tun sollte, wenn jetzt eine Person eine Panikattacke hat? Fehlt mir jetzt die Fantasie. Hast du da eine Idee? Vielleicht nicht selber in Panik geraten. Ja, das ist immer gut. Ne, vielleicht selber einmal tief durchatmen und sagen, egal was es jetzt ist, ne, wenn ich selber in Panik gerate, kann ich dem anderen eher schlechter helfen. Ne, weil die Angst macht immer so ein bisschen so einen Tunnelblick, schränkt mein logisches Denken definitiv ein. Was mich noch interessieren würde, ist, wie kommt es denn überhaupt zu so einer Panikattacke? Was geschieht im Vorhinein, dass so etwas ausgelöst wird? Oder gibt es da gewisse Triggerpunkte, wie, ich weiß auch nicht, Stresssituationen oder die dann dazu führen können? Ja.
Das ist zum, also natürlich gibt es da verschiedene Sachen, ne? Sowohl seelischer Natur als auch körperlicher Natur. Ich habe gerade schon jetzt körperlich gesagt, dass Histamin, Menschen, die in Vitamin B6-Defizit rutschen, sind da manchmal gefährdeter oder angstanfälliger. Da gibt es manchmal auch die, die sagen, ich hatte das früher nie, ich bin auch grundsätzlich kein ängstlicher Mensch. Und da finde ich, muss als Arzt mal so, plippung, ne? Nochmal tiefer nachhören. Das ist dann meistens körperlich. Also da würde ich sofort sagen, der muss auf jeden Fall gut körperlich gucken, was da im Busch ist, wenn jemand sagt, ich bin weder ein ängstlicher Typ, noch hatte ich das jemals vorher. Dann gibt es natürlich auch Trigger seelischer Natur. Ne? Manchmal hat jemand ein intensives Schreckerlebnis gehabt, wäre vielleicht mal fast ertrunken. Also wo wirklich mal eine reale Todesgefahr da war, hat überlebt und jetzt kommt er in eine Situation, die ähnliche Muster zeigt. Ja? Dann kann das Ganze nochmal reaktiviert werden. Manchmal ist es aber auch so, dass man wirklich da gar nicht so offensichtlich oder schnell drauf kommt, was war jetzt der Trigger? Oder ist es eben das, was ich gerade schon so ein bisschen erklärt habe, wenn sich viele Sachen auf einen Schlag kommen, dann braucht es nur noch wirklich den einen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Aber der eine Tropfen ist dann, wenn jemand in einer guten Grundkonstitution ist, würde der niemals die Panikattacke auslösen. Ne? Dass da auch mal so ein Summationseffekt kommt. Mhm. Also wenn ich das Ganze jetzt mal so kurz zusammenfassen würde, jetzt für die ersten Hilfemaßnahmen, hat eine Person eine Panikattacke zum ersten Mal und es könnte die Möglichkeit eines Herzinfarkts bestehen, Notruf absetzen, da ist gar keine Frage. Mhm. Wenn es schon bekannt ist, dann kann man da eher mal mit beruhigen und natürlich auch Therapie dagegen wirken. Und wenn man jetzt doch schon vielleicht 2-3 Mal eine Panikattacke hatte, dann ja, ist eine Therapie oder auch eben eine ärztliche Abklärung sicher sinnvoll. Auf jeden Fall, genau. Gibt es sonst noch etwas vom Thema Panikattacken, das du gerne den Zuschauern da draußen noch mitgeben würdest? Also ich glaube, noch mehr, als wir jetzt gerade gesagt haben und du so schön zusammengefasst hast, fällt mir jetzt auch nicht ein. Nein. Super, vielen Dank, liebe Alexandra. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen das ganze Thema Panikattacke und wie Sie damit umgehen sollten etwas näher bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.